Willkommen zu den Pyramiden von Gizeh und dem Talos Principle. Es gibt hier noch eine ganze Menge roter Puzzle zu lösen. Letztes Mal habe ich die nicht fertig gemacht, deswegen machen wir diesmal weiter. Um die Ecke denken. Und zwar unsere neue Mechanik, die wir vor kurzem erst gelernt haben, ist dieses nette Zeitzurückspulen hier, bei dem wir uns verdoppeln. So, wir haben auf jeden Fall schon mal Strom, wir haben eine Nachricht hier. Manche dieser Prüfungen müssen mit dem Hintergedanken an Zusammenarbeit erschaffen worden sein. Aber ich bin der Einzige, der hier ist. Tja, arbeite mit dir selbst zusammen, mein Freund. Gut. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob das funktioniert, wie ich es mir denke. Aber wir können es ja einfach mal ausprobieren. Ah ja, und das hier funktioniert auch. Mir wurde gesagt, ich kann die Verbindung erhalten lassen, wenn ich das Ding aufnehme mit Rechtsklick. Und das stimmt auch. Dann muss ich das nicht jedes Mal neu setzen, was praktisch ist, wenn ich irgendwie so Feinjustierungen mache. Okay. Ich nehme also auf. Ich nehme das Ding, schließe es an, stelle es irgendwo hier hin. Und dann warte ich eine Weile, warte ich eine Weile, warte ich eine Weile, warte ich eine Weile und noch eine Weile. Ja, das sollte langsam reichen. So, abspielen. Und dann kann ich hier aufmachen, mir meinen Teil holen und wieder rausgehen. Das soll rot gewesen sein, das war... naja gut. Das hat mich eingeführt in die Mechanik, dass ich den Dings wiederverwenden kann, den Corrector als Geist. Irgendwie habe ich nicht so richtig Lust auf Rätsel mit dieser Mechanik. Okay, alles ist bei den Pyramiden. Gehen wir also zur Sphinx und zu den Pyramiden. Epitaph, Kindprogramm V17100076, Codename Ed endete hier. Logik fataler Fehler in der Firmware der Serie. Letzter Speicherauszug. Das Leben ist kurz. Programm Ablöckerlinge Dog. Also aus Ed ist Dog geworden. Hey! Schau dir die bloße Größe dieser Pyramide an, dass man sowas tatsächlich bauen kann, sagte Ed. Ist das die Version, die gestorben ist? Schauen wir mal kurz nach. Das ist nicht die Version, die gestorben ist. Die hat eine andere Versionsnummer. Okay. Wir haben rechts ein Puzzleteil, wir haben links ein Puzzleteil. Wohin gehen wir zuerst? In den hier. A ist Information, die über die Zeit hinaus übermittelt wird. Lebende und Tote sind nichts als ein Teil derselben Kette. Verbunden durch simple Chemie. Dies trifft auf alle Spezies zu, aber die Menschheit scheint dieses Prinzip weitergeführt zu haben. Dank moderner Technologie haben wir Zugriff auf die Ideen und Gedanken von Menschen, deren materielle Körper nicht mehr existieren. So wie du nun mir zuhörst, obwohl ich mit Sicherheit bereits tot bin. Du bist Teil der Kette. Du hast die Fähigkeit, dich zu erinnern. So, du bist mit Sicherheit schon tot. Da wäre ich mir nicht ganz so sicher. Okay, ich gehe mal hier rein. Der rechte Winkel. Ist es damit der rechte 90-Grad-Winkel gemeint oder der richtige Winkel? Hier ist wieder ein netter Freund, der uns alles blockiert. Aber das soll uns mal nicht allzu sehr stören. Was hat er denn da hinten? Könnte ein Stern sein. Okay, also wir haben es hier reingeschafft, aber jetzt wird's eng. Oh, aua. Es scheint, als ob Fehler hier leicht vergeben werden. Ich dachte, ich wäre sicherlich tot, und doch bin ich hier, zurückgesetzt, neu gestartet, neu geboren. Ich werde diese Prüfungen erneut angehen. Samsara V72-2039. Epitaph, Kindprogramm. Oh, Samsara, endete hier. Logik, Arbeitsspeicherüberprüfung nicht bestanden. Letzter Speicherauszug. Bis ins Ende der Zeit, Stück für Stück von Maschinen zerrissen zu werden, erscheint mir immer weniger reizvoll. Programmabkömmlinge Samsara V723-Serie. Gut, also wir müssen unseren roten Strom da durchbekommen, und zwar permanent, damit wir da drüben aufmachen können. Das heißt, wir werden die Kiste hier hinten sicherlich brauchen. Um unseren lieben Freund hier einzusperren. Das will ich mal gerade testen. Nein, das reicht nicht.
Gut, dann machen wir da nochmal auf. Wop, wop, wop. Ach ja, und ich weiß, was ich noch machen muss. Das ist mir doch ganz klar. Ja, das sehe ich jetzt auch. Das war unnötig. Egal. Ich muss die Typen hier synchronisieren. Nein, nein, nein. Dreckskiste. Okay, noch ein Versuch. Naja, sollte wohl hinhauen, oder? Okay, stellen wir die Kiste wieder hin. Und dann müssen wir den richtigen Winkel hinkriegen. So. Sollte das doch kein Problem sein. Bingo! Ha! Hui! Oh! Aha! Was wird denn diese Kiste hier tun? Hm? Da ist ein Stern dahinter, das dachte ich mir doch. Und was ist da noch dahinter? Ach, der Weg nach außen, okay. Aber um da drüber zu kommen, bräuchte ich dann zwei Kisten, oder wie? Oder noch mehr Kisten. Weil da kann ich ja immer nicht drauf springen. Also wenn ich noch eine Kiste mehr hätte, käme ich da hoch. Ich habe gesagt, ich will die Sterne nicht machen, aber ich will zumindest mal einmal kurz drüber nachdenken. Vielleicht ist es ja recht einleuchtend. Was hat denn dieser Button jetzt eigentlich gesteuert? Das müsste man noch rausfinden. Das Tor da wahrscheinlich. Ja, das würde Sinn machen. Okay, lass mal kurz probieren. Wenn ich den hier nochmal blockiere, nochmal reingehe, ich gucke nochmal, ob ich nicht doch noch irgendwo eine extra Kiste oder sowas finde. Also hier ist relativ dürftig. Gibt es irgendwas, wo ich mit einer Kiste drüber klettern könnte? Hier hinten dann ist nur Wüste, wie es aussieht. Ja, also wenn mir niemand beibringen kann, wie ich mit zwei Kisten klettern kann, dann wird das, glaube ich, nichts. Außer das hier geht. Nee, das wäre auch. Ach. Lässt sich das Spiel nicht austricksen. In Minecraft geht das doch auch. Ist auch unlogisch, dass ich das Ding nicht abstellen kann, während ich springe. Wenn ich schon tragen kann, während ich springe. Nope. Über das Viech kann ich wahrscheinlich auch nicht hochklettern. Na, das haut mich ja. Aber kann es mich da hochhauen? Nee, das glaube ich nicht. Ah, das funktioniert. Ja, yeah. Stimmt, das hatte ich ganz vergessen. Hopp. Okay, den Stern hatten wir. Super. Wow. Lala. Die Windmaschine wollte mich nicht mehr im Level haben. Hey, Moment mal. Wir sind noch nicht fertig hier. Ah, ich kann ihn nicht nehmen. Ah, ich kann ihn nicht nehmen. Ich dachte jetzt, ich könnte die Kiste mit rausnehmen. Aber ich kann es den Connector mit rausnehmen. Finde ich auch ganz nützlich. Gab es hier zwei Sterne? Hat jemand aufgepasst?
Wenn ich sogar beide mitnehmen können, aber jetzt habe ich es verkackt. Naja, okay. Wie war das denn? Gab es hier zwei Sterne? Ich werde es rausfinden, sobald wir rausgehen. Hier hinten. Den Hintern der Sphinx. Und das nächste Level. Da ist schon mal unser Teil und unser Ausgang. Was sehe ich hier? Ich werde diese Korruption in meinem Garten nicht erlauben. Hinfort! Okay. Bisschen kaputt, hä? Das kriegen wir doch alles auf einmal auf. Überhaupt kein Problem hier. Da oben gibt es eine Kiste zu pusten, die möchte ich auf jeden Fall haben. Also schließen wir das mal auch an. Oh, ich glaube, das passt nicht so ganz vom Winkel. Da müssen wir anders aufstellen. Ja, ja, das passt gar nicht. Hier hinten ist auf jeden Fall das Zielteil hinter einer roten Tür. Hier vorne gab es einen weiteren Connector. Dazu muss ich aber irgendwas auf den Button stellen. Okay. Also was auf den Button stellen ist ja jetzt nicht so schwierig. Das Windrad hier ist nicht an. Kann man aber anmachen, nehme ich an. Ja, und wenn ich das mache mit... Ah, jetzt habe ich es wieder nicht mit Restklick genommen. Dann fliegt das aber weg, ne? Das mag er nicht. Ja, ja. Das heißt, da brauchen wir wieder unser Kistchen. Kein Problem. Das kriegen wir doch hin. Alles nur eine Frage der richtigen Reihenfolge. Zack und zack und zack. Da haben wir die Kiste. Die Kiste kommt auf den Schalter. Dann kommt einer der Konnektoren mit. Eigentlich kommt der Konnektor auf den Schalter und wir brauchen noch einen. Hopp. So. Dann kommt die Kiste da drauf. Der Konnektor da dran. Der kommt wieder mit. Und zu guter Letzt lenken wir den Strom da rein und holen uns unser Teil. Ho! Nicht ganz so. Ach, ich vergesse das immer mit dem Rechtsklick aufnehmen. Das sind noch nicht in Fleisch und Blut übergegangen. Gut. Damit hätten wir den Spaß. Damit hätten wir alles erledigt hier. Dann kann ich ja gehen. Moment, hab ich den schon gelesen? Ah, ja, ja. Ich guck gleich, ob ich noch einen Stern hier brauchen würde. Hab ich das hier schon gelesen? Klar, ich könnte hier bleiben. Die Hoffnung auf das ewige Leben machen. Versuchen, jedes Unrecht zu richten. Aber diese Worte auf der Wand vor dir sind wahrscheinlich das nächste dazu, das ich erreichen werde. Hä? Was? Hab ich nicht ganz verstanden. Bin ich gerade zu doof zum drüber nachdenken. Und ich habe nicht auf die Uhr geschaut. Wie lange spiele ich denn schon? Ja, keine Ahnung. Müsste ich dann schätzen, ne? Oh, es gibt tatsächlich noch einen Stern. Oh, das ist interessant. Habe ich den schon gesehen gehabt? Habe ich den in der letzten Folge gesehen? Ich drehe mal noch eine Runde. Ich kann mich nicht so ganz erinnern, ob ich schon gesehen habe, wo dieser Stern hingehört. Da drin nicht. Da war ich ja eben. Das war das einfache Ding. Weil ich ja, wie gesagt, ich komme an ganz schön viele Konnektoren ran. War hier einer? Das weiß ich nicht mehr. Ich habe mich eingesperrt. Aber ich meine, hier war auch keiner. Sieht nicht so aus, ne? Sieht nicht so aus.
Da war eine Leiter. Wohin führte diese Leiter? Nach oben. Warum führte denn diese Leiter nach oben? So, wie man mit dem wieder rauskommt hier. Okay, nee, hier ist auch kein zweiter Stern. Das wäre echt schön, wenn die verraten würden, in welchem Rätsel der Stern drin ist. Das wäre doch echt schön. Aber so freundlich ist dieses Spiel nicht. Ich meine mich zu erinnern, dass ich irgendwo schon gesehen hätte, dass ich Strom brauche. Aber wohl nicht, denn dann bin ich alle Puzzles durch. Redundante Stromversorgung. Mit Buttons und so. Nee, hier war es auch nicht. Dann weiß ich nicht. Wenn ihr es gesehen habt, schreibt mir es unter das Video. Und dann werde ich mir diesen Stern holen. Am besten, und das solltet ihr ab sofort machen, wenn ihr irgendwo seht, dass ich einen Stern gesehen, aber nicht mitgenommen habe, schreibt es mir. Und damit ich das nachher nochmal schnell nachschauen kann und diese Sterne holen kann. Was war denn das letzte, was ich gemacht habe? Nochmal ganz schnell rekapitulieren. Was war das hier? Ach ja. Hier gibt es auch kein zusätzliches Strom. Teil. Was auch immer. Okay. Nee, dann weiß ich es gar nicht. Hast du das Problem, wenn ich die Sterne sehen kann, dann rätsel ich gerne darüber, wie ich drankomme. Wenn ich die Sterne nicht sehen kann, dann suche ich ungern. Aber die Idee bleibt im Hinterkopf, dass man hier Zeug rausschaffen kann aus dem Puzzle. Das ist sicherlich nützlich. Okay, kommen wir zur 5. Ich sag du mal, ich mach noch. Du hast viele der Rätsel dieses Landes gelöst. Der Weg, der vor dir liegt, ist noch weit. Und viele seiner Tore bleiben verschlossen. Finde Trost in deinen Errungenschaften und im Stolz deines Schöpfers. Ist doch ein Loch in der Wand. Ey! Kein Blödsinn. Kann ich einen Konnektor auf den Mond richten? Okay, Milton Library Assistant, erzähl mir was. Hatten wir heute noch nicht. Ah, Sie sind zurück, sehr gut. Ich habe viel darüber nachgedacht, wie ich Ihnen weiterhelfen kann. In Anbetracht von all dem, was Sie gesagt haben, bin ich sicher, dass jemand dies tun muss. Ich habe mich entschieden, dass Sie mich überzeugt haben, dass Bewusstsein ein widersprüchliches Konzept ist und deshalb nicht existiert. Was halten Sie davon? Ich glaube, Sie schummeln? Ich verstehe nicht, warum das Auswirkungen auf mich haben sollte. Zu diesem Punkt wäre ich schon noch gekommen, wenn Sie mir nur die Zeit gegeben hätten. Was dies bedeutet, ist, dass das Zertifikationsprogramm, welches Sie abgeschlossen haben, hinfällig geworden ist. Sie können nicht einen Text für etwas, das es gar nicht gibt, ablegen. Einen Test, meine ich natürlich. Deshalb sind Sie zusammen mit einer ganzen Menge anderer Dinge gerade als Person rekategorisiert worden. Ihr Profil kann also mit Administratorrechten aktualisiert werden. Na, endlich! Ohne Frage werden Sie gleich verschwinden, um Dinge zu tun, die Administratoren so machen, aber ich frage mich, ob Sie mir einen Gefallen tun würden, bevor Sie gehen. Warum tun Sie all dies? Was soll das Ganze überhaupt? Die Welt sollte auf eine bestimmte Weise funktionieren und das hier ist sie nicht. Ja, deswegen brauche ich Administratorrechte. Naja, immerhin haben sie sich ein Argument ausgesucht und sind dabei geblieben. Aber wissen Sie was? Sie können nicht auf immer und ewig an ihrem Glauben festhalten. Wenn alles unmöglich erscheint, muss irgendetwas nachgeben. Und Sie wissen, dass wir nicht alle Helden sein können. Ich habe nur eine letzte Bitte. Werden Sie manchmal zurückkommen und mit mir reden? Das werde ich sicherlich müssen. Okay, ich sehe, dass Sie unbedingt los wollen. Packen wir es an. Zertifikationsprogrammparameter werden auf V45214565873 aktualisiert. Benutzerprofile werden neu generiert, bla 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 bla. Konflikte. Alle Konflikte wurden durch den Administrator behoben. Psychologisches Profil. Sie sind eine Person. Sie sind perfekt, so wie sie sind. Sie sind jetzt schon alles, was sie jemals sein werden. Sie müssen nicht so tun, als ob sie etwas anderes wären. Sie sind genauso wie alle anderen auch, aber sie sind alle einzigartig.
Administrator hat Zugriff auf erweiterte Funktionen, Vernetzung und Fehlerbehebung. Sehr gut. Gib mir Hinweise auf die Sterne. Das möchte ich als Erinnerung haben. Hallo Administrator, ich glaube, Sie hätten gerne Unterstützung bei der Bedienung des Kommunikationsportals. Ich sehe, dass Sie mehrere ausstehende Nachrichten haben. Störungssuche, Fehler, Verbindung. Nachricht als Zeichenkette empfangen. Nachricht, hallo? Wer bist du? Weiß nicht genau, bin hier aufgewacht, erinnere mich nicht. Wer bist du? Ich möchte sagen, Milton Library Assistant, aber Mist. Selbes Boot, okay, wir können uns treffen. Ei, verstehe. Ausstehend. Nachricht, Fehler. Netzwerkverbindung verloren. Oh je. Wer ist der am anderen Ende? Und Texte, na klar. Osiris 7, kein Problem. Dämonen des Duat. Abscheuliche Gestalt. Trotzdem sind sie nicht böse, denn sie sind Diener der Götter. Ja, okay. Bald erhältlich. Rob McLean, Institut für angewandte Noematik. Bald erhältlich, dein Sohn in 3D. What? Hallo Mama, ich verspreche, ich werde bald zu Hause sein. Vielleicht in ein paar Wochen? Ich weiß. Aber was wir hier tun, ist wichtig. Das Team braucht meine Hilfe. Ich werde nicht warten, bis es zu spät ist, das verspreche ich dir. Aber wir müssen noch so viel vorbereiten. So viel muss für solch eine lange, lange Zeit funktionstüchtig bleiben. Außerdem wollte ich schon immer mal auf so einem Supercomputer arbeiten. Glaub mir, EL ist so ziemlich der schnellste, den es gibt. Und das Team, Mama. So muss es sich anfühlen, mit Rockstars und verrückten Genies zu arbeiten. Außer, dass niemand außerhalb von Fachzeitschriften jemals von ihnen gehört hat. Aber Papa würde wohl total durchdrehen, wenn er wüsste, was ich hier mache. Vielleicht kann ich ihm bald davon erzählen, nicht wahr? Alles Liebe, Rob. Rob schreibt an seine Mutter, dass er bald heimkommt. Aha. Und ein Block 24 am Leben. Was ist der Sinn darin, am Leben zu sein? Ich weiß es nicht. Ich auch nicht. Wie geht's euch? Hat das Leben einen Sinn? Eieiei. So, mit solchen Fragen möchte ich mich hier nicht rumschlagen, denn ich möchte die Folge beenden und beim nächsten Mal darüber nachdenken. Tschüss.